Mit 27 Jahren dachte ich, du wirst keine 30 Jahre mehr alt. Meine Gedanken, mein Tagesablauf, alles richtete sich danach, dass die Versorgung mit Alkohol gedeckt war. Dabei fing alles so harmlos an. Mit 13 das erste Bier, der erste Joint und die erste Tätowierung. Mein Vater war zu der Zeit von der Polizei abgeholt worden und saß längere Zeit in Untersuchungshaft. Ich fühlte mich endlich frei von diesem Tyrannen. Das Leben zu Hause war unerträglich. Ständig gab es Streit zwischen meinen Eltern. In der Schule kam ich überhaupt nicht mehr mit. Zu der Zeit haben wir in einem sozialen Brennpunkt gewohnt, mit vielen Nationalitäten. Nur die Stärksten konnten sich da behaupten. Zu denen zählte ich aber anfangs überhaupt nicht. Mit der Zeit hatte ich aber Freunde gefunden, die sich in dieser Welt schlagkräftig durchsetzen konnten. Wir waren unzertrennlich und genossen ein gewisses Ansehen in der Szene. Nach meinem Rauswurf von der Hauptschule musste ich eine Jugendstrafe im Knast wegen Körperverletzung absitzen. Ich musste mich öfters vor der Polizei oder einem Richter verantworten. Wegen Fahren ohne Führerschein, Aufbrechen von Zigarettenautomaten, Einbruch, Überfall mit Körperverletzung, Versenken eines Segelbootes und so weiter. Im Laufe der Jahre ist der Alkohol zu meinem ständigen Begleiter geworden. Ich trank anfangs nur am Wochenende, später dann täglich und zum Schluss rund um die Uhr. Ich war ein Spiegeltrinker. Die Steigerung bestand nur noch darin, dass statt Bier und Wein jetzt mein Hauptgetränk Doppelkorn war. Auf die Kombination von Schnaps und Haschisch oder Marihuana stand ich ganz besonders. Auch wenn mir das so manchen Kreislaufzusammenbruch brachte. Seit meinem 18. Lebensjahr war mir klar, dass ich abhängig von dem ganzen Zeug bin. Ich hörte aber nicht auf zu trinken, weil mir das eine gewisse Lockerheit im Umgang mit anderen Menschen gab. Während meiner Zeit bei der Bundeswehr lernte ich meine damalige Freundin Moni kennen. Wir konsumierten zusammen viel Drogen und Alkohol. Ladendiebstahl war an der Tagesordnung. Nach 3 Jahren zerbrach die Beziehung meinerseits an Untreue, was mir den Boden unter den Füßen wegzog. Die Folge war, dass ich noch haltloser trank. Ich isolierte mich immer mehr von anderen Menschen. Meine Freunde hatte ich schon alle verloren. Es war ein Teufelskreislauf. An einem Sonntagabend habe ich alle meine Vorräte weggesoffen, die ich noch im Haus hatte. Und musste dann am Montag erst zur Bank fahren und Geld abheben. Am Schalter musste ich meine Unterschrift auf den Auszahlungsschein schreiben. Aber ich konnte meinen Namen nicht mehr buchstabieren. Ich hatte so starke Entzugserscheinungen, dass ich nicht mehr wusste, ob mein Name mit IE oder nur mit I geschrieben wird. Von diesem Zeitpunkt habe ich immer für genügend Alkoholvorrat gesorgt. Das sah folgendermaßen aus. Ich fuhr zu einem Supermarkt, meistens um die Mittagszeit, weil da die wenigsten Leute unterwegs sind, nahm einen Karton Doppelkorn mit 6 Flaschen 38-prozentigen und ein paar Tetrapack Apfelsaft aus dem Regal und fuhr damit zur Kasse. Weil diese Menge aber für circa eine Woche nicht ausreicht, fuhr ich noch zu einem weiteren Markt in der Nähe und kaufte dieselbe Menge nochmal. Morgens war es dann immer die gleiche Quälerei. Mein Körper wehrte sich bei den ersten paar Schlucken Alkohol, sodass ich mich regelrecht übergeben musste, bis endlich die erlösende Wirkung einsetzt. Meine Tagesration Korn war auf 2 Flaschen am Tag angestiegen. Doppelkorn hat mich regelrecht angewidert. Aber es war die billigste und schnellste Lösung, den Alkoholspiegel zu halten. Durch den Alkoholkonsum brachte ich mich immer wieder in Gefahr. Eines Morgens, als ich in der Dämmerung auf einer Autobahnraststätte in meinem Auto allein aufwachte, ich hatte keine Ahnung, wo ich war und wie ich dorthin gekommen bin. Als ich aus dem Auto geklettert war, hörte ich, wie sich 2 Lkw-Fahrer unterhielten. Aber sie sprachen kein Deutsch. Ich muss in der Nacht davor auf die Idee gekommen sein, nach Holland zu fahren. Ich weiß bis heute nicht, wie das passierte. Als ich mein 27. Lebensjahr erreichte, war ich auf dem Höhepunkt meiner körperlichen und seelischen Zerstörung angekommen. Ich wog mittlerweile 100 Kilo. Mein Gesundheitszustand war sehr schlecht. Ich hatte Magen- und Darmprobleme. Traute mich aber nicht, einen Arzt aufzusuchen.
Immer öfter dachte ich darüber nach, mir das Leben zu nehmen. Ich weinte manchmal und hatte immer den Gedanken, könntest du doch noch mal von vorne anfangen. Aber das war doch unmöglich. In dieser schweren Zeit tauchte meine Ex-Freundin Moni wieder bei mir auf. Komischerweise war sie irgendwie verändert. Sie erzählte mir von Jesus, dass er ihr Leben verändert hätte. Ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht an einen Gott oder sonst was geglaubt. Iris, eine andere Frau aus der Szene, hatte ohne mein Wissen einen Bekannten angerufen, der früher selber alkoholabhängig gewesen war. Und jetzt standen zwei Männer vor mir, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Sie erzählten mir von ihren Süchten. Der eine war Alkoholiker, der andere ein Fixer gewesen. Die ganze Situation war mir so unangenehm. Ich brauchte unbedingt Stoff und wusste überhaupt nicht mehr, worum es hier geht. Dann dachte ich, die haben eine Selbsthilfegruppe. Schließlich sagte der Ältere von beiden, darf ich mal für dich beten? Meine Antwort, ja, das kann jetzt auch nicht mehr schaden. Ich kann mich nicht mehr an Einzelheiten des Gebets erinnern, aber es ging darum, dass der Herr Jesus mich befreien möchte von meinen Süchten und mir ein neues Leben schenken soll. Den gleichen Abend saß ich auf meiner Matratze neben den beiden Flaschen Schnaps. Eigentlich wollte ich doch trinken, aber komischerweise waren die Entzugserscheinungen auszuhalten. Und in mir begann ein Zwiegespräch. Warum trinkst du denn jetzt nicht? Weil es gut auszuhalten ist. Quatsch, das ist doch alles nur eine Frage der Zeit. Ja, wenn es nicht mehr auszuhalten ist, dann kann ich ja immer noch zugreifen. Meine erste Nacht seit vielen Jahren ohne Alkohol verlief sehr gut. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, dachte ich wirklich, es wäre ein Traum gewesen. Ich fing sofort an, in der geschenkten Bibel zu lesen. Mir war klar, was hier passiert, ist nicht aus deiner eigenen Kraft zu erklären. Wenn das mit dem Gott aus der Bibel zusammenhängt, dann will ich den kennenlernen. Die ganze Geschichte ist jetzt 27 Jahre her. Und was ich noch erzählen wollte, ist, die zweite Nacht verlief ganz anders. Ich bin dann abends auch wieder auf meine Matratze gegangen, bin eingeschlafen und irgendwann mitten in der Nacht, ich weiß nicht, wie spät es war jedenfalls stockdunkel im Zimmer, ich habe die Hand nicht mehr vor Augen gesehen, da bin ich aufgewacht und habe ein Gefühl am ganzen Körper gehabt, als wenn ich in einem Ameisenhaufen liegen würde oder als wenn 1000 Nadeln auf mich einstechen. Und das war sowas von unangenehm, dass ich dann einfach in die Dunkelheit reingesprochen habe. Gott, wenn du das bist, dann mach bitte, dass das aufhört. Und das hat gefühlt keine 10 Sekunden gedauert. Da war das Stechen komplett weg. Es war Ruhe im Zimmer, es war alles richtig friedlich. Und in der Nacht habe ich angefangen, alles, was ich auf dem Herzen hatte, einfach in die Dunkelheit reinzusprechen. Man könnte es wahrscheinlich auch Gebet nennen. Ich habe einfach diesem Gott alles gesagt, was mir in dem Moment eingefallen ist. Und er hat mir einfach die Seele freigesprochen. In meinem Nachttisch waren immer noch 2 Flaschen Doppelkorn drin. Und diese 2 Flaschen habe ich 4 Wochen lang noch aufgehoben. Ich habe mich nicht getraut, die wegzuschütten, weil ich dachte, irgendwie kommt noch mal ein Rückfall oder du brauchst den Stoff vielleicht. Und nach 4 Wochen habe ich dann wirklich die Entscheidung getroffen, okay, an dieser Geschichte mit Gott, da muss was dran sein. Habe ja damals noch bei meiner Mutter gewohnt zu der Zeit und habe dann meine Mutter dazu geholt, habe diese 2 Flaschen genommen, aufgeschraubt und in die Toilette gekippt. Und habe meiner Mutter dann auch gesagt, dass ich keinen Alkohol mehr trinken werde. Habe dann eine Zeit lang wieder richtig versucht, auch mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und das hat auch recht gut funktioniert, würde ich heute sagen. Ich habe 4 Jahre später meine Frau Heike kennengelernt, mit der ich jetzt 24 Jahre lang verheiratet bin. Nächstes Jahr haben wir Silberhochzeit. Gott hat uns 3 Kinder geschenkt. Wir haben auch in unserem Ehe- und Erziehungsleben, muss man sagen, viele Höhen und Tiefen erlebt, auch einiges an Krisen. Aber, und da bin ich auch Gott sehr, sehr dankbar, dass auch in Krisenzeiten, die wir als Eheleute erlebt haben, war es eigentlich nie ein Thema für mich,
wieder zur Flasche zu greifen. Sondern auch da muss man wirklich sagen, man ist ja auch nicht immer in der Lage zu beten, wenn man in der Krise steckt. Und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass Gott oder Jesus Christus dahinter steckt, der mich da durchgeführt hat. Oder uns beide vielmehr als Ehepaar. Ein Vers aus der Bibel, der mich schon die ganzen 27 Jahre lang begleitet, der steht in Johannes 8, Vers 36, den möchte ich noch vorlesen. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Das Wort hat sich voll in meinem Leben bestätigt und eigentlich würde ich das am liebsten jedem sagen, weil jeder Mensch ist irgendwo nicht frei in seinem Leben, sondern er braucht eine Freiheit und die kann nur Gott ihm geben. Und das wünsche ich dir auch, dass du das erfährst, wie Gott dich frei macht.